Also wenn ihr komplettes Tattoo an der Seite lang wollt von meiner Thompson, dann kommt ruhig so aus der Ecke gesprungen, Leute. Ist das? Das ist Hirn. Okay, ich dachte, es wäre Wein. The Berlin Central Library contains a medieval occult text that may be the key to stopping the zombie invasion. The Book of Souls. You know what you must do. Und damit herzlich willkommen zu Sniper Elite Zombie Army 1. Stellt schon mal das Bier kalt. Holt die Burger raus. Wir sind am amerikanischen Wochen. Lee Enfield. Hatten wir noch nicht, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Oder? Was wir auf jeden Fall nicht hatten. War die M1. Da nehmen wir die Thompson dabei. Und, wo ist mein Liebling? Gold. Sehr schön. Handgranate, Stielhandgranate. Landmine, Tripmine, Dynamite. Dynamite, ehrlich gesagt. Fand ich jetzt nicht so geil. Dann nehme ich lieber eine Handgranate mehr mit. Und dann geht es los. Ab in die Bücherei. So. Thompson, Colt und M1 Carbine. Die Amerikaner. Man kann auf alles ins Kopf stecken, habe ich das Gefühl. Wir sind sowieso eigentlich Amerikaner, glaube ich, in diesem Spiel. Und dann ist es nur passend, dass wir amerikanische Waffen haben. Hallo. Was war das? Ich soll mich mit jemandem anlegen, an den ich drankomme? Zack, zack, zack. Die U-Bahn hat heute geschlossen. Die Zombies streiken. Sind auch ganz kopflos. Ich mag die, wie die mit dem Licht hier arbeiten. Das ist wirklich hübsch gemacht. Und Thompson ist auch schön präzise. Mit schönen Einer-, Zweier- und Dreier-Salven präzise genau auf die Köpfe abschießen. Ja, 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 ist ja gut. Oh, ihr habt ein schön großes Magazin, sehe ich gerade. Ich habe Call of Duty 2 auch immer sehr gemacht, die Waffe. Hatte ich schon alle ausgenommen? Okay. Die verschwinden wieder so schnell. Mann, gib mir mal meine Colt. Klingt gut. Okay, da ist jetzt direkt keiner. Gucken wir noch, was hier um die Ecke ist. Boah, die hätten wir fast vergessen. Mann, Mann, Mann. Geil, Zombie wird zurückgelassen. Was ist das? Ist das ein Stein oder Gold? Das ist ein Stein. Das ist nur ein Berliner Pflasterstein. Steine werfen. Wäre auch eine Option als Melee-Waffe, finde ich. Also wenn ihr ein komplettes Tattoo an der Seite lang wollt von meiner Thompson, dann kommt ruhig so aus der Ecke gesprungen, Leute. Ist das? Das ist Hirn. Okay, ich dachte, es wäre Wein. Schade. Wir sind so viele Tote. Sind die tot oder tot? Tot? Dafür kann ich sie nicht... Kann ich ihnen keine Beute abnehmen? Das ist vermutlich mal so ein Tot-Tot. Ja, zu früh angenommen. Unten bleiben. Stabiler Junge. Okay, waren jetzt nicht so viele. Ich nehme so eine Handvoll, damit man aus dem Konzept kommt, weil die auf einmal um einen rum aufstehen. Finde ich auch schön gemacht. Wirklich. Mag ich. Oh, hallo. Ah, sehr schön. Wir sind wieder draußen. Ich würde das jetzt auch nicht direkt als Nacht bezeichnen hier, oder? Ist schön, wie die Munitionsanzeige rot wird, sobald
und unter einen gewissen Prozentsatz fällt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ich erschossen habe und welche schon hier rumlagen. Kann man schon mal den Überblick verlieren. So, da gibt's Munition. Weinstand ist hier allerdings auch nicht. Eins, zwei, drei. Oh, das ist der schöne Laden. Mützen und Schalen. Naja. Sie haben es versucht. Immerhin haben sie ein Ü. Das ist wahrscheinlich extra eine deutsche Tastatur für bestellt. Oder sie haben es mit Photoshop noch hinzugefügt. Nein, aber ich finde es schon interessant, wie das mit der Übersetzung dann so ja, klappt. Der Schalen. Mützen und Schalen. Ich meine, kann man als Laden eigentlich überleben, wenn man nur Mützen und Schals verkauft? Also auch wenn man es richtig schreibt? Ich meine, es ist ein Sommer in Berlin und denkst du, ach, jetzt so eine Mütze? Okay, es war nichts. Aber es war ein Versuch. Ich meine, Schal geht ja irgendwie schon ganzjährig. Man kann auch diese Tücher als Schal bezeichnen. Die doch recht beliebt sind. Oh, ich muss besser werden. Aber Mützen? Wohl. Na gut, mit als Hipster. Warum soll man mal eine Mütze tragen, ne? Ich bin da trotzdem skeptisch. Das ist doch bestimmt Geldwäsche. Ich trau dem Laden nicht. Gar nicht, auf welche Taste halte ich nochmal die Luft an Steuerung, ne? Ne, halt. Ich hab die Steuerung vergessen. Oh, hallo! Ich hab gerade hinter dem Laster in Deckung gehen, aber das sind jetzt Zombies. Bitte auf deine eigenen Leute zu treffen, die ziehen deinen Kopf beiseite, oder treffe ich die nicht mehr. Und wenn, dann treffe ich sie bitte tödlich. Laut Helmchen! Oh, da ist noch einer drin. Einen hatten wir noch. Ich glaube, die Patronen haben auch nicht die Durchschlagskraft. Ich hatte das Gefühl nämlich, zumindest das Gefühl, dass ich davon jetzt mehr Schuss gebraucht habe, als jetzt zum Beispiel von der Mosin in der letzten Folge. Was soll's. Oh, haben wir nicht mehr so viel Schuss. Hier, zwei Magazine etwas. Okay. Bedienen wir uns auch mal wieder ein bisschen mehr der anderen Waffen. Okay, das ist unser Ziel hier. Möchte ich mir da hinten die Straße nochmal angucken. Hier so. Lad mal bitte nach. Danke. Ich glaube nicht, dass das hier unser Ziel ist, aber vielleicht ist hier was versteckt. Und wenn es nur mein Tod ist. Also hier können wir doch super jetzt mal eine Weinflasche hinstellen, oder? Aber Gold. Na immerhin. Ich glaube nicht, dass hier mehrere Sachen an einem Ort versteckt sind. 13 von 25. Na, ich glaube, das wird aber knapp, ob wir die noch alle finden. Da lang. Die Wehrmacht. Beschützer der Vaterlands. Grammar-Nazis sind schon ausgestorben. Huch, ich wollte gerade in die Ecke gehen. Hat sich erledigt. Geflogen. Okay. Ich wollte den eigentlich gerade looten. Der Wagen hier läuft, aber ich nehme den nicht, weil das Haus hier viel besser aussieht als die sichere Flucht. Safe Room. Gut.
damit hätten wir wohl dann das erste Kapitel der Library of Evil abgedeckt. Wir sind an die Oberfläche gekommen und was uns hier noch alles erwartet, das seht ihr morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!